Zypern und die griechischen Inseln der Ägäis haben eine gemeinsame Geschichte. Dank des EU-Projekts Digital Herodotus hat man mehr als 10.000 Ton- und Bildträger von einzigartigem historischem Wert gerettet und in einer frei zugänglichen Datenbank digitalisiert. The uniqueness of our archive is because we was the only TV and radio station from 1957 until 1992. So we try to digitalize because it's very important for our society. It's a part of a European history. Die Dateien werden im Archiv der Cyprus Broadcasting Corporation aufbewahrt. Es umfasst hunderte Stunden an Audio-, Video- und Musikdokumenten von 1950 bis in die 1990er Jahre zu einer Vielzahl von Themen. Es war ein archäologischer Prozess. First we have to fix it, to digitalize it, and after to recognize who is who in the pictures, in the documentaries, in the radio. So it's a complicated procedure. 27 Mitarbeiter haben das Material sorgfältig ausgewählt, restauriert, dokumentiert und konserviert. Heute beherbergt die Plattform Digital Herodotus 20% des gesamten nationalen Fernseharchivs. The choosing the material was not an easy task. We have to choose only 400 hours of the material from total 2,500 hours. Die Gesamtinvestition für das Projekt betrug rund 1 Million Euro. 85% des Budgets wurden von der EU und 15% von den Regierungen Zyperns und Griechenlands finanziert. Frei zugänglichen Datenbank sind auch über 500.000 Seiten aus Lokalzeitungen digitalisiert. It's a very easy engine to use. When I search something, then I get 10, 20 videos. Die Geschichte Zyperns und der Ägäis-Region auf einen Klick. Bisher gab es 330.000 Zugriffe aus 70 Ländern. Eine Plattform auch für die Schwächsten. Diese Schüler der gehörlosen Schule in Nikosia arbeiten an einem Dokumentarfilm. Während der türkischen Invasion 1974 diente die gehörlosen Schule als Flüchtlingslager. Das EU-Projekt verbindet sie mit ihrer Geschichte.